Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch wir danken der Datenschutzbeauftragten selbstverständlich an der Stelle. Wir danken ihr insbesondere für ihre Ausführungen, ihre kritischen Ausführungen zum Bereich des WDR. Denn der WDR hat eine ganz besondere Stellung in dem Bericht, aber auch ansonsten für die Regierung offenkundig. Sie bespricht zwei konkrete Punkte. Sie sagt zum einen, der Datenschutz beim WDR unterliegt gar nicht der Aufsicht der Datenschutzbeauftragten. Das ist ihr entzogen. Es gibt interne Datenschutzbeauftragte. Das sieht sie als Problem an. Der zweite Punkt, Ergebnisse des Landesrechnungshofes dürfen nicht über das Mittel des Informationsfreiheitsgesetzes veröffentlicht werden. Auch da gibt es eine Ausnahme für den WDR. Begründet wird das von Ihnen durch die Meinungsbildung, den Auftrag der Meinungsbildung des WDR ohne staatlichen Einfluss. Da ist natürlich eine gewisse Heiterkeit dahinter, weil der staatliche Einfluss, die Kontrolle durch den Staat, durch Datenschutzbeauftragte oder auch durch Veröffentlichungen des Landesrechnungshofes, wäre ja gerade sinnvoll, um dem Unwesen beim WDR, was Parteien anbelangt, Parteienklüngel, einen Riegel vorzuschieben. Insofern ist es durchaus fragwürdig, dass sich an der Stelle eben leider bisher nicht auf die Anmerkungen der Datenschutzbeauftragten eingelassen haben. Vielmehr sehen Sie den WDR so etwas als Staat im Staate. Und da fragen wir uns natürlich, ist das für ein bisschen Wohlwollen gegenüber dem WDR? Soll das etwas hervorrufen bei Ihnen? Das würde mich interessieren. Insofern vielen Dank nochmal an die Datenschutzbeauftragte, gerade in diesem Bereich, für Ihre kritischen Anmerkungen.